Hallo, ich bin's, eure Witch of Fern Island. Ich bin wieder da. Wie heißt ich nochmal? April. Also alle, die das Spiel nicht kennen, hier auf Twitch jetzt, das ist April. Die hat aber Mai Geburtstag. Das war der Witz damals ihrer Eltern. Ne? Also die wurde Anfang Mai, am 1. Mai ist sie zur Welt gekommen. Und die Geburtstermin war eigentlich im April gedacht. Und dann haben sie gesagt, okay, ja, wir wollten sie eigentlich April nennen. Aber jetzt hat sie ja Mai Geburtstag. Komm, wir machen uns einen Witz draus und nennen sie April. Aber nicht mit P, sondern mit B. Damit jeder den Witz versteht, weil sie ja Mai Geburtstag hat. Macht voll Sinn, ne? Princess Carina, hallo. Ja, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und das ist meine kleine Katze. Ich habe immer noch so viel Zeug hier rumliegen. Und kann ich jetzt eigentlich auch mal mit meinem Kopf Kessel interagieren? Ein geschnitztes Gesicht. Wie ich den Topf aufwecken kann, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich einfach draufschlagen oder so. Ja, mit einer Hacke oder mit einer Axt oder sowas auf den Kessel einschlagen, bringt offensichtlich nichts. Was? Interagier mal mit deinem Kopf. Wie soll ich denn mit meinem Kopf interagieren? Soll ich jetzt die Hacke in meinen Kopf jagen oder was, Ryan? Was meinst denn du damit? So. Leider immer noch nichts zum Ernten, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, dann werden wir auf jeden Fall erstmal kurz ein bisschen gießen. Wobei, oh, das ist ja immer noch gegossen, ne? Ja, muss ich gar nichts machen. Es hat nämlich am Vortag geregnet. Das heißt, ich muss jetzt gar nichts machen. Ja, umso schöner. Aber ich könnte hier jetzt ein paar Sachen aufsammeln, damit das schon mal weg ist. Das bringt nämlich keinen Energieverlust. Habe ich schon tausendmal erwähnt, aber ich sage es gerne noch tausend weitere Male. Yada, hallo. Guten Abend, ihr kleinen Hexen. Wann kommt das Spiel für die Switch raus? Princess Carina, ich habe leider keine Ahnung. Und ich glaube sogar auch die Entwickler wissen nicht, wann dieses Spiel für die Switch rauskommt. Ich glaube, da es sich um ein Indie-Spiel handelt, werden die jetzt wahrscheinlich erstmal happy sein, dass die Full-Version auf dem PC erschienen ist, auf Steam. Und jetzt wird wahrscheinlich nach und nach Bugfixes betrieben auf dem PC, wie man an dem neuesten Update erkennen kann. Wie gesagt, es gab bereits am 1. März ein Update, obwohl das Spiel ja auch erst am 29. oder 28. ist es ja auf dem PC erschienen, erst in der Vollversion. Und trotzdem gab es schon das erste Update. Also da seht ihr, da wird mit Hochdruck noch weitergearbeitet, auch wenn die Vollversion rausgekommen ist. Und aus dem Grund gehe ich mal schwer davon aus, dass die Konsolenvarianten noch ein bisschen auf sich warten lassen werden. Aber ich kann mir dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut auf der Switch vorstellen, ganz ehrlich. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ein Grafik-Highlight ist es jetzt auch nicht unbedingt. Also du kannst es ja auch gut runterschrauben. Und von dem her gehe ich mal schwer davon aus, dass es wirklich für die Switch kommen wird. Und dass es auch ziemlich stabil und okay laufen wird, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber es ist jetzt schon echt wieder, es ist schon wieder sehr, sehr anstrengend, dass ich jetzt schon wieder die ganze Zeit hier Unkraut sammeln muss, ne? Ich rege mich auf! Da rege ich mich aber wieder auf. Ei, der Daus! Das ist aber auch, ne? Vermaledeit noch eins. Ei, verbibsch! Das ist aber auch echt, Verdorri noch eins. Dass ich aber auch nicht zur Ruhe komme in diesem Spiel. Ich dachte, das ist ein Cozy Game und kein Kotzi Game. Oh, ja, das ist so schlimm, dass ich jetzt hier Langwurzel die ganze Zeit nur finde. Wieso finde ich denn keine Kurzwurzel? Ja, Herrgott, noch eins. Warum lache ich jetzt auch? Es gibt gar keinen Grund zu lachen. Das ist doch jetzt eine ernste Situation. Hoch. Ich glaube, ich habe die Regieanweisung für alle, die nicht verstanden haben, was ich jetzt gerade gemacht habe. Es kam die Regieanweisung im Live-Chat wurde die Regieanweisung gegeben, weil das bei Punkteeinlösungen bei uns ist. Ich soll mich über jede Kleinigkeit aufregen. Ich habe es heute mal ein bisschen kreativ gelöst. Ich hätte es natürlich jetzt ein bisschen ernster genommen. Ich hätte jetzt eigentlich auch hingehen können und einfach richtig upragen können. Aber ich wollte es jetzt ein bisschen kreativer lösen. Ich wollte jetzt auf die Idee kommen, mal
euch meine humoristische Seite mal wieder zu zeigen. Mache ich ja sonst so selten, weißt du? Sonst ist hier alles immer so ernst. So, habe ich jetzt endlich mal das Zeug? Sehr gut. Genau, so. Guck mal, da ist noch so ein scheiß Maulwurfshügel. Entschuldigung. Okay, darum will ich mich jetzt wirklich aufregen. Diese Viecher, die versauen mir meine ganze Ernte. Was sagt die CPU-Ausleistung? Wir sind aktuell nur bei 3%. Ryan. 3%. Engel, hallo. Du hast es in deinem Stil gemacht, deswegen ist das doch vollkommen in Ordnung. Das sowieso. Mein Stil ist sowieso ist ein bisschen spezieller, aber, ne? Gleich ist das Inventar wieder voll und Pilze dann auch wieder nicht. Ist halt wirklich so. Ja, aber ich musste doch das Zeug wieder wegbekommen. Ich pack's extra weg, okay? Oh, Mist. Nee, ich muss noch... Warte mal, kann man hier auch schnell sortieren? Nee, geht nicht. Ich kann höchstens in... Ja, ich muss schnell mein Zeug hier anklicken, in Hoffnung, dass es halt eben ins Inventar kommt. Ich habe hier zum Glück noch eine Kiste. Und pack da mal die Sachen rein, die ich gerade... Was ist denn Bofist? Ich kenne Brofist. Das ist, wenn du deinem Kumpel so eine Faust gibst, so. Oder wie machen die da immer? Was, liebe Teenies da draußen, wie macht ihr da heutzutage? Falalalalala. Das war doch das Ding von... Nee, hier. Bofist ist ein Pilz. Ach so. Wenn man ihn anschneidet, bläht er sich auf. Ja gut, das klingt aber auch nach Hipster. Oder? Die Brofist. Okay, ja, bevor wir jetzt hier uns zu sehr verkopfen mit solchen Sachen, kümmern wir uns eher, gehe zurück zu Semibor. Genau, wir kümmern uns, Semibor, um die wichtigen Dinge im Leben. Wir brauchen zwar noch 1000 Tropfen und 5 Quarzkristalle. Ach, stimmt, eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch machen, bevor wir zu Semibor gehen. Wir gehen jetzt einfach hin und gucken nochmal, ob wir mittlerweile noch was verbessern können auf unserem Hof. Das können wir auf dem Weg zu Semibor machen, ne? Baymax. Genau, bei Baymax war das mit Falalalalala. Genau, und hier können wir auch nochmal gucken. Indigo-Reizka... Die Hälfte von den Sachen weiß ich nicht, wo die sind. Naja, okay. Ja, also wir müssen dringend an Geld kommen, Leute. Das ist extrem wichtig. Dringendst an Geld kommen. Bin wieder da mit lecker essen. Ich habe tatsächlich schon gegessen. Mich kann es jetzt damit nicht mehr locken. Hm. Ach, das ging ja immer noch nicht, ne? Ne, komm, wir machen jetzt einfach weiter. Ich manövriere mich gerade in eine Ecke, in der ich nicht wieder rauskomme. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall zu Semibor gehen. Wir markieren es uns einfach auf der Karte und gehen zu Semibor. Ich habe sonst das Gefühl, dass ich mich wieder komplett ins Falsche manövriere. Wir machen jetzt erstmal die Quests, die gehen. Setzen wir hier einen Wegpunkt. Hallo? Achso, ich darf nicht direkt auf Semibor, ich darf nur da. Kann man den auch wegnehmen, den Wegpunkt? Ja, sehr gut. Semibor, ich komme. Und wie ist denn euer Wochenende bisher gelaufen? Ungewöhnlich, dass wir uns mal am Samstag treffen, ne? Normalerweise frage ich euch dann am Sonntag, wie euer Wochenende gewesen ist, wenn es vorbei ist. Jetzt kann ich euch mal fragen, wie euer Wochenende denn so läuft und ob es noch dabei bleibt. Arbeiten, ja, das ist natürlich blöd. Also, es sei denn, man macht seine Arbeit gerne, aber grundsätzlich gesehen ist es natürlich ein bisschen... nicht das Schönste auf der Welt, ne? Ach, die Dinger wieder, die wollen mich wieder umbringen. Schnell dran vorbeilaufen. So, hier. Hier müsste Semibor sein. So. Läuft der Stream stabil? Ich hoffe doch. 3 Stream-Serie. Juhu. Oh, da ist er wieder. Semibor, die haben mir meinen Tod vorhergesagt. Kannst du mir bitte mal helfen? Ich will nicht sterben. Du bist wieder da und du siehst irgendwie anders aus. Ja, wie siehst du denn aus, wenn man dir sagt, dass du bald tot bist? Ich möchte mehr über den lokalen Glauben erfahren. Wer genau ist Bortur? Ah, du weißt es also doch. Mach dir keine Sorgen, der Titel ist nicht so wichtig. Bortur ist ein Wächter eines alten Stammes. Damals wurde er nicht als Gott, sondern eher als Waldgeist verehrt. Als unsere Vorfahren ihre Heimat verließen, ging er mit ihnen auf die Farninsel.
Ja gut, das heißt, er ist kein Gott, aber ist er irgendwie so ein Prophet oder sowas? Führt er die? Vielleicht ist er ein Sektenanführer oder sowas. Er ist es. Boran hat ihn einfach nicht verstanden. Das tun sie zwar immer noch nicht, aber zumindest sind sie sich dessen nicht jetzt bewusst. Wir betrachten die Beziehung zwischen Mensch und Natur als einen Konflikt. Wir kämpfen uns ums Überleben, bauen Häuser, gießen Beton, verlegen Pflastersteine, all das, um uns vor den wilden Tieren zu trennen. Inzwischen mischt sich Bortur, der größte Bewahrer der Natur, unter die Menschen. Je näher er unseren Städten kommt, je weiter er sich von der Wildnis entfernt, desto kleiner wird er. Aber er kommt trotzdem immer wieder. Er will uns wirklich zeigen, dass wir auch ein Teil der Natur sind und mit ihr koexistieren sollten, anstatt vor ihr wegzulaufen. Okay, ja gut, also das heißt, wir sollen jetzt einfach hier immer wieder Bäume streicheln, mit Pflanzen singen oder... Was macht man denn so in der Natur? Das sind nicht die Fragen, die ich einfach beantworten kann. Beziehungsweise die beantwortet werden sollten. Lass mich dir was zeigen. Wenn wir mit Bortur in Kontakt treten wollen, ihm unsere Sorge, Wünsche und oder unseren Dank mitteilen wollen, bieten wir symbolische Kränze an, gelegentlich auch Obst oder Zapfen. In der Stadt gibt es einen Statuenaltar, der Bortur gewidmet ist. Wenn du den Kranz dorthin bringst, wirst du mehr verstehen. Andererseits... Ich habe eine persönliche Angelegenheit. Normalerweise sammle ich Zapfen für Rogost. Er verwendet sie zur Herstellung von Waren, die mit unserer Kultur zu tun haben. Wenn du sie ihm bringen könntest, müsste er nicht hierher kommen. Er hat so viel Arbeit, es wäre schön, ihm ein wenig zu entlasten. Ja, das mache ich auf jeden Fall, klar. Ich will ja mehr lernen in der Stadt, in der ich gefangen gehalten werde. Nicht nötig, wähle einen, nur einen. Ach so, ich muss nur einen gefallen. Ich bringe der Statue einen Kranz. Ich will die Statue sehen. Hier ist ein Entwurf für den Kranz, der ideal für dich wäre, um ihn anzubieten. Hier ist etwas Weidengeflecht für sie. Der Rest ist auf sich selbst. Der Rest ist auf sich selbst. Ach, der Rest isst sich auf. Ah, okay, alles klar. Das ist so eine fleischfressende Pflanze oder so. Der Kranz frisst sich am Ende des Tages selbst. Das ist total praktisch, oder? Das sollten wir öfters machen. Kränze, die sich selber verwerten. Da muss ich sie nicht wegschmeißen. Wenn die verwelken, fressen die sich einfach nach und nach einfach von selber wieder auf. Das finde ich total praktisch. Kann ich darauf ein Patent anmelden? Das habt ihr jetzt mitgekriegt, ne? Leute, vergesst das bitte wieder. Das ist mein Patent. Das melde ich jetzt demnächst an. Ich denke, du solltest nach den Zapfen unter den Kiefern suchen. Also, es ist entschieden. Ja, es ist sowas von entschieden. Ich investiere in dein Patent. Glaubst du, soll ich damit zu Kickstarter gehen? Da kann man doch auch sowas einreichen, oder? Bei Kickstarter? Die Frage ist jetzt nur, soll ich jetzt schon mal diese Quest weitermachen? Oder andererseits können wir ja natürlich auch hingehen und einfach mal ein bisschen die Gegend auch erkunden, um vielleicht neue Dinge kennenzulernen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt diesem Weg hier folgen, könnten wir vielleicht das ein oder andere sehen. Was wichtig für uns vielleicht wäre. Man weiß es ja nicht. Vielleicht lernen wir neue Charaktere kennen hier. Zum Beispiel auch das Ding hier, den ich hier die ganze Zeit treffe. Da das Einhorn. Seht ihr das? Das sieht aus wie ein Reh mit einem Horn. Vielleicht ein Rehhorn. Nee, Rehhorn ist ein Pokémon. Weiß ich nicht. Nennt ihr uns einen Namen. So, hier haben wir auch noch ein... Ich weiß immer noch nicht, ob man angeln kann. Aber auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich ins Wasser springen könnte. Jo. Oh, guck mal, ein Häschen. Irgendwann muss man die bestimmt fangen können, oder? Bin mir ziemlich sicher. Boah, das ist aber auch riesig, die Welt, ne? Jetzt, wo ich weiß, das letzte Mal probiert habe, zu fast-traveln, weiß ich ja, dass wir schnellstmöglich auch wieder nach Hause kommen können, wenn wir es wollen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Gehe einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden und prüfe, ob wir vielleicht das ein oder andere, wie zum Beispiel einen Punkt, wo man ganz viele Steinpilze finden kann, da ich sie ja gerade aktuell für eine Quest brauche und irgendwie nur sehr, sehr, sehr sporadisch finde. Oder hier zu... Aha! Steinbrüche durch Dekret des Bürgermeisters Miru... Ach man, das ist immer so schnell weg. Was steht da? Darf ich es nicht... Für den Einsatz zur Verfügung gestellt. Okay, alles klar. Guck mal hier, ich kann mir Zeugs holen. Gut, dass wir das hier gemacht haben.
Na toll. Mein Zeug ist total unwirksam. Gut, dass wir das gemacht haben, Leute. Ja, ich muss offensichtlich doch noch viel, viel lernen in diesem Spiel. So schnell vergeht die Freude. Ja, ist wirklich so, ne? Kann ich wenigstens das Hühnchen töten? Ja, was denkt ihr denn, was ihr bei Kentucky Fried Chicken bekommt? Pansen? Nein. Und selbst Pansen ist vom Tier. Das fällt mir jetzt gerade erst ein, wo ich diesen blöden Spruch gebracht habe. So, warte mal. Ich muss erstmal von den Bienen flüchten. Und dann geht's da runter. Ich will gerne mal diese Häuser da analysieren. Was das für welche sind. Oh, Alter. Oh, guck dir mal dieses... Guck dir mal das Ding da oben an, wie man da hochkommen kann. Alter. Okay, das sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie auch ein bisschen befremdlich. Ich meine, wer macht sich denn die Mühe, hier solche Sachen zu machen? Wenn die so außerhalb von der Stadt wohnen... Ah, die muss man halt wirklich sammeln, glaube ich, ne? Amber Drops. Habe ich jetzt ernsthaft gesehen, dass man 700 sammeln kann? Oder was waren das? 200? 700? Auf jeden Fall viele. Oh nein, Spinnen! Oh, Kamille habe ich gefunden. Wo war denn jetzt das Haus? Hier war doch noch ein Haus, oder? Und da war nur eine Hütte. So ein kleines Zelt. Oh, 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 oh. Wir haben es gefunden, Leute. Das Mehlpampe mit Cornflakes. Mmh, lecker. Was ist das hier? Ich brauche magischen Schutz, um hier zu überleben. Was stecke ich auch meinen Kopf in irgendwelche fremden Löcher? Ich bin auch selber schuld. Und das Spiel ist sehr, sehr Tutorial-feindlich. Also viele Tutorials gibt es hier nicht. Ach, guck mal, nee. Das ist aber immer noch kein Pilz, den ich brauche. So, hier ist wenigstens ein neuer Punkt, ein neues Haus. Ich gehe da jetzt einfach... Nee, da kann ich nicht reingehen. Hallo, wohnt hier jemand? Ich bin's, April. Okay. Das ist schon menschenleer. Also außer in der Stadt ist hier nichts, ne? Vielleicht wird das alles noch freigeschalten. Was ist hier? Hä? Geben? Was soll ich dir alles geben hier? Geben? Etwas in den Schrein legen. Okay, alles klar. Der Schrein möchte verschiedenste Sachen von mir, von denen ich keine Ahnung habe, was das ist. Das eine wird eine Knoblauch und Zwiebel sein. Wird das Olivenöl oder irgendein anderes Öl sein? Ganz links. Und das ganz rechte vielleicht also was wie Algen? Okay, bevor es zu spät ist, werden wir gleich auch wieder zurückreisen. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall immer mal wieder versuchen, nach und nach die Karte zu erforschen. Ah, guck mal, hier! Ah, das sind immer noch die falschen Pilze. Scheiße. Ich finde nur die falschen Pilze. Aber gut, die werden wir irgendwann auch mal brauchen. Ja, also wir werden auf jeden Fall immer mal wieder die Gegend erforschen müssen. Weil wir wissen ja auch nicht, ob da noch irgendwas ist, was wir vielleicht brauchen. Das ist ein Friedhof. Oh je. Oh je. Es wird Nacht und ich bin auf dem Friedhof. Das ist ja überhaupt nicht befremdlich. Wollen wir uns eine Gruselgeschichte erzählen? Komm, ich habe was Gruseliges für euch. Was ganz Gruseliges. Achtung. Mama, warum funktioniert das Internet nicht? Entweder guckt dein Bruder Pornos oder deine Schwester lädt welche hoch. Ja, das war ein richtig gruseliger Witz. Der war halt gruselig schlecht. Deswegen fand ich, das hat gepasst. Ich glaube, wir sind heutzutage auch sehr von Tutorials verwöhnt. Ja, das stimmt schon. Was ist das für Witz? Ja, das ist
Friedhofsniveau. Solche Witze erzählt man sich auf dem Friedhof. Okay, warte. Jetzt gehen wir wieder zurück. Weil, ne? Ich werde jetzt meine letzten Ressourcen, meine letzten Energiereserven dafür verwenden, hier auf meinem Hof noch ein bisschen was zu looten. Hier ist ja auch noch eine Kiste. Ist das eine Versandkiste oder so? Ist das einfach eine normale Kiste oder eine Versandkiste? Das muss ich noch rausfinden. So, wir hacken am besten jetzt Holz. Bis wir ins Bett müssen. Das sollte übrigens jeder von uns machen, kurz vorm Schlafen gehen. Weißt du, was das für Muckis gibt? Kriegst du richtig krasse Oberarme. Kurz vorm Schlafen gehen, noch Holz hacken? So. Aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen arg kacke, dass man, guck mal, lediglich zwei von diesen Dingern, lediglich zwei von diesen Holzdingern, die hier liegen, kann ich mit meiner aktuellen Energie kaputt machen. Also wir brauchen extrem viel mehr Power. Und das werde ich hoffentlich als Hexe irgendwann mal bekommen. Das kann ich hier auch alles kaputt machen, aber wie gesagt, das lasse ich jetzt erstmal. Solange ich nicht weiß, wie ich es weiter ausbauen kann. Aber es ist, wie gesagt, seht ihr schon, also das ganze Ding hier ist noch voll mit Zeug. Und das kann ich halt alles nicht wegbringen, solange ich nicht genügend Muckis habe. Vielleicht eine Verkaufskiste beim Verkaufstisch. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber sicher bin ich mir nicht. Deswegen würde ich da jetzt erstmal nichts reinstecken, was ich am Ende vielleicht noch behalten könnte, ne? So. Mit Holz nicht, ne, genau. Wir packen einfach mal. Die muss ich auch irgendwann mal sortieren. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber wenigstens die Karte ein kleines bisschen erforscht. Schauen wir mal ganz kurz. Wie weit haben wir sie jetzt erforscht? So, da sind wir jetzt überall gewesen, hier hinten. Guck mal, wie schön das aussieht, so dieser Strich, wo ich noch nicht gewesen bin. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu erforschen. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt nach und nach machen. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag. Wir werden uns natürlich auch ein bisschen mehr auch um die Quests kümmern, damit wir vielleicht auch das ein oder andere freischalten, was uns vielleicht wichtig sein könnte, wenn wir erforschen wollen. Aber es gibt auf jeden Fall noch viele, viele Fleckchen, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Also, es ist nicht gerade klein. Ne? Ab ins Bett. Oder man kann die Sachen da lagern, die man verkaufen will, und auf den Tisch die da Sachen legen, die man verkaufen will. Das kann auch sein, aber wie gesagt, so hundertprozentig wissen tue ich es nicht. Da war gerade ein Knoblauch habe ich jetzt Knoblauch auf dem Feld? Oh, es regnet! Ich muss nicht gießen! Schön! Oh, kann ich jetzt die Sachen ernten? Warte mal, kann man das mit der Hacke? Nee. Wie ernte ich Sachen? Einfach so? Nee. Ah nee, die Hälfte ist da, ne? Also das heißt, der obere Leiste sagt wahrscheinlich aus, wann es fertig ist. Und genau, und da sind wir... Ah, da ist Knoblauch drin, genau. Da ist jetzt... Nee, eben, genau. Und die... Wieso ist hier nichts mehr drin? Hier ist Kraut. Hat hier noch nie was drin? Na, egal. Genau, also wir müssen anscheinend wirklich sehr, sehr lange auf unser Zeug warten. Und hier steht diese kacke Maulwürfe, ne? Oh, können wir uns einen Namen für diese scheiß Maulwürfe ausdenken, damit ich irgendwas habe, um sie zu benennen? Was ist der beschissenste Name, den euch einfallen könnte, weswegen wir den Maulwurf so nennen sollten? Es ist nur einer. Es ist nur ein Arschmaulwurf, der mich die ganze Zeit nervt, da bin ich mir sicher. Die anderen würden sich das nicht trauen. Es ist nur einer. Das Spiel erinnert mich irgendwie an Wildflowers. Wegen dem Hexenzeugs vielleicht. Ja, das könnte schon sein. Also kurz noch gucken, ob da noch ein anderes Ding ist. Nein, ist es nicht. Okay. Gut, wir gehen wieder in die Stadt und kümmern uns um unsere Hauptquest. Ich soll ja noch einen Kranz ablegen. Beziehungsweise wir können noch mal kurz gucken, ob es für den Kranz noch was anderes bedarf. Lege den Kranz von Boran auf die Bortur-Statue in der Oberstadt. Ja, also das heißt, wir müssen ihn nur hinlegen. Also es ist nicht so, dass ich ihn irgendwie noch modifizieren müsste oder so. Hätte ja sein können, dass es steht... Lege den Kranz mit deinem eigenen Touch oder so. Und dann muss ich da irgendwie... Keine Ahnung. Oh! Hallo? Na? Rogost? Miruta hat eine sehr gute Sache getan, indem sie den Menschen auf der Insel das Recht zur Nutzung der Abhol...
Abholzungsgebiete und Steinbrüche gab. Auf diese Weise müssen diejenigen, die sich die Mittel selbst beschaffen könnten, nicht zu mir gehen und mich damit überhäufen. Ja, deswegen schreiben sie ja die Sachen hier hin, ne? Oh, Weichholz zu Rohgost. Ich habe Weichholz und das ist doch Rohgost. Oh, das kann ich jetzt schnell machen. Komm, das machen wir noch schnell. Damit ich auch endlich meine Quest erledigt habe. Dann machen wir das mit dem Kranz. Nur mal eben kurz.